Ein Hallo, sage ich, liebe Zuschauer des Thüringer Medienbildungszentrums oder Labor 14. Suchen Sie sich einfach etwas aus. Ich bin heute mal hier und Expertin im Gespräch. Diese Sendung wird jetzt neu hier im TMBZ aufgelegt und ich habe mir zwei richtige Experten eingeladen. Den Direktor der Landesmedienanstalt habe ich einfach mal per Mail angeschrieben oder zuerst sogar über die sozialen Netzwerke. Und Sie werden es nicht glauben, 5 Minuten hat es gedauert, da hat er mir geantwortet. Ja, ich komme deiner Einladung hier nach Gera natürlich nach. Und den zweiten Experten sehe ich jeden Tag bei der täglichen Videobotschaft des Oberbürgermeisters. Um was geht es? Es geht um die sozialen Netzwerke, es geht um die sozialen Medien, aber es geht auch um die Medien unserer öffentlich-rechtlichen, unserer privaten. Wir haben ja alle sehr viel Zeit und sehen uns viel an. Manchmal weiß man gar nicht, was hat man alles gesehen, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist fake. Und genau deswegen habe ich mir wirklich einen Experten aus Erfurt eingeladen. Wenn es einer weiß, hier bei uns im Freistaat, dann ist es Jochen Fasko. Und wenn es einer bei uns in der Stadt weiß, dann der Oberbürgermeister. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ach, übrigens, moderieren tut es unser Frank Grabstein, Medienpädagoge hier im Thüringer Medienbildungszentrum, auch ein Spezialist. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Reihe Experten im Gespräch. Die Redaktion dieser Sendung liegt in den Händen von Heinz Röske. Er wird unterstützt vom Thüringer Medienbildungszentrum, der TLM. Und wir werden hier aus dem Studio des TMBZ in Gera in loser Folge Themen aufrufen und laden uns dazu Experten ein, die erläutern, diskutieren, sich vielleicht auch streiten, aber im besten Fall für Sie als Zuschauer immer ein gutes, verständnisvolles Ergebnis liefern werden. Zu unserem heutigen Thema Medien und soziale Netzwerke haben wir uns zwei wahre Experten eingeladen. Ich begrüße den Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, Jochen Fasko. Und ich begrüße den Oberbürgermeister der Stadt Gera, Julian von Arp. Besonders in der Zeit einer Pandemie, in der wir ja jetzt gerade alle leben, ist der Zugang zu korrekten und zuverlässigen Informationen eine Frage von Leben und Tod. Die Gesundheit des Menschen hängt nicht nur von einer leicht zugänglichen Gesundheitsversorgung ab, sondern auch von Zugang zu präzisen Informationen über die Art der Bedrohung und die Mittel, die zur Verfügung stehen. Die Einschränkung der freien Information, so haben wir das in China gesehen, nützt weder dem Land noch den Menschen. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen hier bei uns mehr und nicht weniger Informationen. Wir brauchen alle möglichen Quellen und wir brauchen unabhängige Medien. Journalisten sind für die Verbreitung solcher Informationen von entscheidender Bedeutung. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit mit lebenswichtigen Ratschlägen oder Hinweisen zu versorgen. Ihnen kommt eine wichtige Funktion zu, diesen wissenschaftlichen Jargon in eine für die Menschen ja verständliche Sprache umzuwandeln, aber auch natürlich Falschinformationen über diese Krankheit zu bekämpfen und einzuordnen. Viele von uns informieren sich allerdings nicht nur über die klassischen Medien, sondern suchen ihre Informationen über die aktuelle Lage in den sozialen Medien. Hier fangen viele Probleme an. Social Media trägt massiv zur Verschärfung der Lage bei und hilft aber gleichzeitig enorm, sich zu informieren und die Krise zu bewältigen. Wir haben also ein Spannungsfeld und deswegen möchte ich den Oberbürgermeister gleich mal fragen, Herr von Arp. Sie sind sozusagen als Oberbürgermeister von Anfang an mit den sozialen Medien verheiratet. Sie nutzen nicht nur Facebook, sondern die Stadt Gera nutzt auch andere soziale Kommunikationskanäle, um Informationen, gerade auch in dieser Krise, in der wir jetzt sind, möglichst direkt und schnell an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Informationsweg inzwischen geworden? Ist es von der Wertigkeit etwas, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl als Oberbürgermeister, da weiß ich, dass die Menschen mir zuhören, dass ich sie erreiche? Also, wie wichtig ist der Weg über die sozialen Netzwerke? Ich glaube, in der heutigen Zeit ist er unerlässlich.
Das ist meine Grundhaltung. Warum ist er unerlässlich, wenn wir über die klassische Medienlandschaft sprechen, wie wir sie kennen? Das sind die Printmedien einerseits und andererseits dann noch das Fernsehen, gegebenenfalls ergänzt um das Radio. Ist immer die Frage, wie viele Informationen ich als Oberbürgermeister, egal, oder eine Person des öffentlichen Lebens, egal in welcher Form, gibt Informationen an die Medien und hat dann die Wahrscheinlichkeit einer Weiterverbreitung. Und die ist dann natürlich eingeschränkt, wenn über die Printmedien gewisse Inhalte vorgegeben sind, kein Platz mehr ist, obwohl es vielleicht eine wichtige Information wäre. Insofern schätze ich einerseits die Unabhängigkeit, die ich habe, über soziale Netzwerke eine große Zahl von Menschen erreichen zu können. Das ist der erste Punkt. Und das habe ich über die letzten 2 Jahre grundsätzlich auch schon immer unregelmäßig genutzt. Mit Beginn jetzt der besonderen Situation im Frühjahr 2020 mit der Covid-19 SARS-CoV-2-Pandemie war mir vom ersten Tag an klar, dass wir als Stadt sehr kurzfristig sehr zeitnah informieren müssen. Warum? Das war eine Erkenntnis aus einem Ereignis, was die gesamte Stadt Gera vor 7 Jahren bewegt hat, im Rahmen des Hochwassers. Und da weiß ich noch vor 7 Jahren, es gab viele Menschen, die haben gesagt, ich weiß nicht, was los ist, das hat man im Zweifelsfall gesehen, aber an wen kann ich mich wenden, wo kann ich helfen, wie kann man unterstützen? Und diesen Teil wollte ich von Anfang an unterbinden, indem ich direkt, ich sage jetzt mal fast aus allen Kanälen schießend, informiere. Und das ist was ganz Wichtiges. Und man erreicht auch, und das war meine Grundauffassung von Anfang an, seit ich in meinem Amt bin, immer wenn mit der Überschrift Politikverdrossenheit, habe ich immer versucht, eine Sprache zu finden, die leicht und verständlich ist. Die Menschen, viele haben sich von der Politik abgewendet, weil sie einerseits gesagt haben, ich verstehe es nicht, die machen eh, was sie wollen und auf mich hört keiner. Über die sozialen Netzwerke und so wie ich sie zumindest nutze, gerade mein Facebook- und Instagram-Account, erreiche ich die Menschen direkt. Und grundsätzlich, wenn Menschen mir auf diesem Weg eine Nachricht schreiben, jetzt mal abgesehen von der Pandemiesituation, wo es so viele Nachrichten sind, aber im Normalfall erreichen mich die Botschaften direkt und ich kann auch direkt antworten. Und das ist ein wesentlicher Stellhebel und Unterschied, wie wenn ich nur über die Medien eine Botschaft transportiere. Herr Faske, nun habe ich vorhin gerade gesagt in der Eingangsbegrüßung, dass wir ja eine Vielfalt an Informationen brauchen. Und Journalisten haben eine wichtige Funktion im Einordnen, genau auch von Statements, die ein Oberbürgermeister im guten Willen auch an die Bürgerinnen und Bürger übermittelt. Und jetzt haben wir aber in dieser Pandemie plötzlich eine Krise der Medien. Nicht eine Krise, weil die Medien dieser Aufgabe nicht nachkommen, sondern die Nachfrage ist eher gestiegen, Auflagen steigern sich, aber die Redaktionen sind leer. Kurzarbeit wird überall angesagt, durch das Abstandsgebot wird Homeoffice gemacht, Journalisten leben von Kontakt. Wie sieht die Situation der Medien in Thüringen aus? Da sage ich gern gleich einen Satz dazu, Herr Kapscher. Ich möchte aber noch ergänzen, weil das, was Herr Oberbürgermeister von Ab ja gerade gesagt hat, und ich finde es toll, dass man in der Lage ist, ganz viele Kanäle zu bespielen, ist ja nur eine Seite der Medaille, wenn man Menschen informieren möchte, die unsicher sind, gerade in Zeiten von Pandemie, von Angst um Krankheit, wenn man nicht weiß, wenn ich rausgehe, was passiert. Information ist extrem wichtig, aber Journalismus ist ja was anderes. Natürlich kann theoretisch sogar der Oberbürgermeister eine Fernsehsendung gefühlt im Netz machen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel in eine Live-Situation käme, wie Rundfunk wäre, dürfte er das gar nicht. Also er kann bestimmte Dinge machen, aber er ist ja erstens staatlich finanziert. Ja, er ist Staat. Und man muss natürlich aufpassen, dass wir nicht am Ende mit gutem Willen und mit den besten Gründen so eine Vermischung hinbekommen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass Journalismus Dinge einordnet, Informationen, die er gibt, einordnet und dann vielleicht sogar bei allem Respekt widerspricht. Vielleicht sogar Dinge anders sieht und dann merkt,
Man als Zuschauer, als eifriger Leser, da muss man noch mal genauer nachschauen. Das ist ja übrigens eine Sache, die hier in Gera bestimmt genauso auch funktioniert, aber die zum Beispiel, man muss ja nur nach Amerika blicken, ein oberster Präsident erlaubt keine Fragen und will gar keinen Journalismus. Also was wir wollen, um diesen ersten Teil jetzt abzuschließen, ist Journalismus, und zwar die Chance, Qualitätsjournalismus, dass man diese Dinge, die passieren, die gemacht werden, hinterfragt, überprüft, das ist eine Aufgabe von Journalismus, und am Ende dem Leser, dem Zuschauer, den Zuhörern ja auch eine Chance gibt, es einzuordnen. Und das eine ist genauso wichtig wie das andere, Information und Journalismus. Und die Frage war eben gewesen, Krise. Menschen sitzen zu Hause, schauen sehr vieles. Menschen sind sehr unsicher natürlich in diesen Zeiten. Wirtschaftsunternehmen sind wegen dem Lockdown ja gar nicht mehr in der Lage, irgendwelche Werbung zu schalten, sodass das natürlich zum einen für die öffentlich-rechtlichen Medien, die gebührenfinanziert sind, die auch vielleicht sogar bei dem einen oder anderen ein höheres Vertrauen als Grundsatz haben, eine große Zeit, weil dort vieles geschaut oder gesehen oder gehört wird. Zum Beispiel der Podcast von Virologen hat eine riesige Zugriffszahl. Früher waren Podcasts, vor Corona, eigentlich eine relativ kleine Sache. Kommerzielle Medien, von RTL bis zu einem Altenburg TV zum Beispiel, brauchen Werbung. Sind ohne Werbung sofort tot oder in kürzester Zeit tot. Und in diesen Phasen, die jetzt gerade wir erleben, wo gar keine große Werbung mehr erfolgt, ist natürlich dann auch für diese Unternehmen es unglaublich schwierig zu überleben. Und auch der Printbereich genauso hat große Probleme und hat, ich habe es gerade gestern gelesen, zum Beispiel die Funke-Gruppe, zum Glück keine Journalisten in Kurzarbeit, andere schon. Um zurückzukommen, in Krisenzeiten wird es extrem schwierig zu überleben. Die Landesmedienanstalten, auch das Land, ist in diesem Bereich natürlich jetzt auch tätig, aber das ist vielleicht in der nächsten Frage noch zu klären, wenn es gewünscht wird. Aber wir wollen am Ende lokalen, regionalen, landesweiten, ich sage mal die ganz großen bundesweiten, da mache ich mir jetzt weniger Sorge, weil natürlich die eine so große Fläche bedienen, dass da immer noch auch mit Werbung und anderem ihre Sendungen gesehen werden können. Aber die ist wirklich, diese Zeiten für die landesweiten bis zum lokalen sind ganz schön schwer. Sie haben es gerade selber angesprochen, Journalisten haben eine ganz andere Aufgabe. Unser Thema ist ja Medien und soziale Netzwerke. Die Stadt Gera hat ja so im Prinzip einen wunderbaren Start hingelegt mit dem Projekt Smart City. Sind ausgewählt worden, noch ein paar andere Städte in der Bundesrepublik, aber wir sind sozusagen auf einen Protest gehoben worden. Und jetzt legt uns die Pandemie sozusagen etwas lahm. Die Möglichkeiten der Bürger können zwar auf der Internetseite sich einen Fragebogen ausfüllen, aber ansonsten die ganzen Arbeitsgruppen sind so ein bisschen lahmgelegt. Alles wird so ins Netz hineingegeben. Stößt da nicht auch das soziale Netzwerk aus Ihrer Sicht, Herr Oberbürgermeister, an die Grenzen? Man kann nicht alles im Netz verhandeln. Sie haben es vorhin so mit einer Werf geschildert, sodass man denkt, eigentlich geht Ihre Blickrichtung noch stärker auf die sozialen Netzwerke, in die Kommunikation hinein. Oder merken Sie, dass da eher auch eine Bremsung da ist, weil eben Face-to-Face oder andere Kommunikationsformen plötzlich wegfallen? Also am Ende des Tages, die Mischung macht's. Wir stellen bei den sozialen Netzwerken fest, dass Menschen plötzlich eine Stimme bekommen, wenn man mit denen im Dialog wäre, wären sie in der Argumentation ganz anders. Da ist der Unterschied einfach eine Distanz, ein Netz, eine Tastatur, wo Menschen Dinge von sich geben, die sie, glaube ich, im wahren Leben zumindest mit einer höheren Hemmschwelle versehen hätten, mir Dinge dann zu sagen oder mir Vorwürfe zu machen, als eine Facette. Zurück zu Ihrer Frage. Smart City, das Projekt und der Kern unseres Smart City Projektes ist ja gerade, Sie sprechen es an, Bürgerbeteiligung. Deswegen wurden wir vom Bund mit ausgewählt, einen Weg zu gehen, eine Stadt zu digitalisieren im weitesten Sinne über unterschiedliche Bereiche. Aber nicht aufgrund von Experten, sondern aufgrund der Rückmeldung aus der Bürgerschaft über Bürgerbeteiligung. Ja, ein Vorteil ist, wir können jetzt eine digitale Vollversammlung machen. Ja, wir wissen auch, es kommuniziert sich anders, wie wenn man direkt Auge in Auge ist.
Und wir werden deswegen auch in Zukunft weitere Wege gehen. Das heißt, wir werden wieder Präsenztreffen machen können. Wir werden auch, und das planen wir, präsent in der Stadt sein. Also nicht nur im Netz mit Smart City, sondern auch richtig physisch und haptisch möchten wir was tun in der Stadt, damit Menschen, die auch gar keinen digitalen Zugang haben, die Chance haben, das zu erleben, anzufassen, um dann über alle Wege zu diskutieren. Ein kleines Beispiel noch, warum der Weg gar nicht so schlecht zu sein scheint, wie wir ihn im Moment gehen. Wir haben eine Befragung, die Stadt macht ja regelmäßig Befragungen zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben unsere Bürgerinnen und Bürger gefragt, und aus meiner Sicht grundsätzlich auch ein sehr wichtiges aktuelles Thema: Wie wohl fühlst du dich mit den Radwegen, mit dem Radverkehrsnetz in unserer Stadt? Weil wir machen gerade das Konzept dazu neu und möchten die Bürger dazu fragen. Wir haben dazu sensationelle 34 Rückmeldungen bekommen. 34 Rückmeldungen. Wir haben das über die Presse, Printmedien, über die Homepage der Stadt beworben. 34 Rückmeldungen. Im Zeitraum, ich glaube, 2-3 Monate. Smart City Vollversammlung. Und damit Sie die Kraft des Netzes nur mal auf eine kurze Zeit sehen, ist online gestellt worden auf der Homepage unser.gera.de. Bitte macht mit. Wir haben eine Pressemitteilung dazu gemacht, hatten etwas über 40 Rückmeldungen. Das ist schon mehr als für den Radverkehrsplan insgesamt. Ich habe dann im Rahmen einer meiner täglichen Videonachrichten darauf hingewiesen, bitte macht mit. Und wir sind innerhalb von 7 Tagen von den knapp 40 auf über 400 Teilnehmer gekommen. Das heißt auch, da steckt auch eine positive Kraft im Netz. Also das Netz aktiviert nochmal bestimmte Dinge, die man ablegt und dann so aus dem Blickpunkt verliert. Herr Faske, das sind ja eigentlich klassische Journalistenaufgaben, nämlich anzustoßen und Bürger darauf hinzuweisen, sagen, guck mal, da passiert was, schaut mal hinterher. Sie haben gerade selber geschildert, es gibt von den großen überregionalen bis hin zu den regionalen Medien gerade Probleme. Thüringen ist kein großes Land. Wir haben kleinteilige Sender, Radiosender, wir haben Bürgerrundfunk, wir haben Fernsehsender in Thüringen. Kann man die überhaupt retten? Ich beantworte das, aber ich möchte, mich juckt das, weil das Thema, noch einen Satz zum Smart City sagen. Ich beneide Gera, dass sie diese Chance jetzt haben, die Zukunft ein gut Stück schneller zu leben als andere Kommunen. Und das Schlimme von Pandemie und Corona ist ja gleichzeitig auch die Herausforderung, die Chance, dass wir plötzlich Dinge machen, weil es eben dann eine Chance ist, viele Menschen zu erreichen. Aber da würde ich gleich noch eine Frage einschießen. Ja, gerne. Herr Faske, wie sieht die Situation jetzt in Thüringen aus? Wir haben viele kleine Sender, die über das ganze Land verteilt sind. Arbeiten die an der Insolvenzgrenze oder hat man noch Hoffnung für die Zukunft? Ich habe Hoffnung, natürlich. Also erstens haben wir auch öffentlich über die Rundfunkgebühr finanziert, Bürgerradios. Auch das Thüringer Medienbildungszentrum ist eine Möglichkeit, wo Bürger mit entsprechenden Anleitungen, medienpädagogische Projekte, Inhalte auch Dinge machen können und sich ein gutes Stück auch damit auch verwirklichen und medienkompetenter werden können. Aber wir haben ganz, ganz viele, ich finde im Vergleich zum Beispiel zu vielen Ländern im Westen, haben wir ganz, ganz viele Lokalfernsehsender, haben dort auch Akteure, die mit Kraft und Engagement in ihre Kommune Information bringen wollen. Aber durch das Problem, dass die Werbung weggebrochen ist, stehen die, das gebe ich schon zu, ein gutes Stück stärker an der Wand als die letzten Jahre. Wir müssen dafür sorgen, ihnen auch Hilfe geben, dass sie überleben. Das, denke ich, ist aber auf gutem Wege. Und darüber hinaus haben wir hier zum Beispiel in Gera Vogtlandradio, wir haben regionale Radiosender, wir haben Radio Tetti, wir haben natürlich die Landeswelle, wir haben Antenne Thüringen. Also wir haben auch Radioangebote bis und neben den Bürgerradios bis hin zu 24-Stunden-Angeboten, die auch im Netz sind, im Webradio. Also ich bin der Meinung, wir haben eine Vielfalt. Wir haben aber, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, wir haben auch ganz viele Menschen, die sich informieren wollen und die auch hoffentlich immer mehr in die Lage versetzt werden, auch kompetent zu sehen, ist das seriös, ist das jetzt eine Information einer Stelle oder eines Unternehmens oder ist es Journalismus und wie kann ich am Schluss dieses differenzieren und auch für mich dann ja werten, um eine Meinung zu haben. Wir kommen gleich nochmal drauf, ob da eine Verschiebung, das interessiert mich schon nochmal, die Antwort war mir nicht so ganz klar, weil Herr von Arp, Sie haben auch jetzt wieder so sehr positiv von diesen Medien gesprochen und trotzdem sind Sie ja, wenn Sie sich dann in der Eigenschaft als Oberbürgermeister äußern, müssten sich ja auch mit Bedacht äußern, weil das ist sofort weg
Und das ist vielleicht auch geschrieben und da gibt es sofort einen Kommentar. Sie können vielleicht nicht sofort, aber dann irgendwann trotzdem darauf antworten. Das heißt, es ist ein relativ schnelles Medium und bei den in Anführungsstrichen klassischen Medien hat man immer noch mal die Möglichkeit der Nachrecherche, journalistische Sorgfaltspflicht steht dann immer im Raum, was es ja sozusagen in den sozialen Medien a priori so ein bisschen ausschließt. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es ja doch immer mal auch eine kleine Kommunikationspanne von der Stadt nach draußen, wo dann, und da kommen wir dann zu einem weiteren Feld, mit dem Oberbegriff Fake News, plötzlich so eine Tür aufmacht und die Menschen sich unsicher sind und nicht mehr einordnen können. Ich erwähne kurz dieses Stichwort Drohne, wo es dann zwischen der Feuerwehr und der Verlautbarung nach draußen und jetzt werden wir alle überwacht mit der Drohne, ob wir die Corona-Vorschriften alle einhalten. Also da gab es ein bisschen Aufregung. In den sozialen Netzwerken, in den klassischen Medien hat man davon erstmal nichts mitgekriegt und sie mussten einiges wieder sozusagen gerade biegen. Ist das eine besondere Herausforderung, Gefahr auch für Sie? Ja, in der Tat, also ja, das muss ich auch zugeben, da befinde ich mich ja auch in einem täglichen Lernprozess weiterhin über gerade die Macht des Wortes. Da hätte ich mich in der Tat, weil Sie einen praktischen Fall angesprochen hatten, es war ein Sachverhalt, der war an und für sich völlig in Ordnung. Ich habe eine Zuarbeit, also völlig abgekoppelt von mir, ich habe eine tägliche Zuarbeit bekommen. Da war eine falsche Information drin, ich konnte die und habe die nicht hinterfragt, weil für mich war die inhaltlich in Ordnung, habe die wiedergegeben. Hab hinterher dann feststellen müssen, da war in der Tat internes Kommunikationsproblem. Wir haben als Stadt, und dann bin ich aber bei Herrn Fasko, wo ich sage, warum gibt dann die Presse, der Journalismus uns nicht die Chance, auch Dinge mit gerade zu rücken? Wir haben dann eine korrigierte Pressemitteilung oder eine korrigierte Sachdarstellung an die Presse gegeben, insbesondere an die Printmedien. Wurde nichts davon geschrieben. Also insofern, natürlich ist Journalismus ein enorm hohes Gut und enorm wichtig, aber ganz ehrlich, ich würde mich in meinem Tagesgeschäft freuen, wenn ich mich häufiger verbal, aber auch auf hohem Niveau mit den Journalisten die Klinge kreuzen könnte, damit auch für mich ein Entwicklungs- und Lernprozess da ist, weil ich nehme ja für mich gar nicht in Anspruch, dass meine Entscheidungen immer die korrekten sind oder die meiner Verwaltung. Und dazu gehört ein Journalist, der vielleicht auch mal kritisch hinterfragt, der dann auch mir die Chance gibt, Prozesse, die man hat, neu zu denken, anzupassen, um sie dann auch noch besser zu machen. Und insofern, ja, das wäre aber dann auch meine Erwartung, dass das Idealbild, was Herr Fasko mit beschreibt, dass wir das auch vor Ort häufiger erleben. Und am Ende des Tages, es macht es uns leicht, wir geben viele Pressemitteilungen raus. Oder andersrum, ich lese eine Darstellung von zum Beispiel einer Partei aus dem Stadtrat, einer Fraktion, die dann einen Text runterschreiben. Und die Frage, die sich mir stellt, warum der Journalist, hinterfragt der nicht bei uns im Sinne von, war dem so, wollt ihr euch dazu äußern, um dann vielleicht ein abgerundetes Meinungsbild zu haben? Ich nehme es mal so auf, ich würde umgewandelt die Frage auch an Herrn Fasko geben. Sie beschäftigen sich ja schon viele Jahre auch mit allen anderen Medienanstalten der Bundesländer mit dem Thema Fake und Falschnachrichten. Aber das ist ja manchmal gar nicht so zu unterscheiden. Es kann ja manchmal auch richtige Fake News geben, die vom Grundsatz her stimmen, nur in einem anderen Kontext dann benutzt werden. Also es wird für den User viel schwieriger einzuordnen, ist diese Nachricht, diese Information, die ich gerade in den sozialen Netzwerken, auch vielleicht auch schon in den klassischen Medien aufnehme, ist die wirklich recherchiert? Gibt es da einen Hintergrund dazu? Habe ich die Chance, mich auf einer anderen Seite noch zu informieren? Wie kriegen wir dieses Dilemma gelöst? Und ich habe den Eindruck, gerade jetzt in der Pandemie verstärken sich diese Selbstkräfte noch. Also es gibt durchaus viel Zustimmung, da kommen wir noch dazu, also auch so gute, positive Effekte der sozialen Medien. Aber diese Fake News-Geschichten scheinen mir jetzt schon wieder so ein Stück weit Auftrieb zu bekommen. Es war schon vorher ein Riesenproblem. Ich meine, den Satz noch, wenn natürlich der Oberbürgermeister sich nicht entsprechend mit seinen Informationen so wiederfindet, kann er ja die sozialen Netzwerke nutzen, macht er bestimmt auch.
Das ist eine Frage, die muss man auch dann den Medien stellen, die dann vielleicht teilweise, vielleicht auch aus ökonomischen Gründen, nicht mehr so viele Leute haben und dann kann die Dinge nicht so geklärt werden. Aber ich glaube, am Ende merkt ein Nutzer, ein Leser, ein Zuschauer, der ein wenig aufmerksam ist, schon, was hier abgeht und was hier, wem er hier mehr vertrauen will. Aber um die Frage, mich kann ich drücken, zu beantworten. Ich denke, natürlich ist die Zeit der Unsicherheit, wo ich vielleicht sogar viel Gelegenheit habe, andauernd auf dem Gerät rumzuschauen, wo ich von allen Stellen, und es geht mir wahrscheinlich genauso wie an Vonhab und anderen, wahrscheinlich Ihnen auch so, Herr Karpstein, wo man von Leuten plötzlich irgendwelche Informationen, zum Beispiel über WhatsApp kriegt, und sagt, das schickt der? Das gibt's doch gar nicht. Das ist schon verrückt und es ist wahrscheinlich auch einfach dieser Zeit, dieser Unsicherheit geschuldet. Aber genauso wie wenn ich mir eine Waschmaschine kaufe und plötzlich es schwieriger ist, das Ding zu bedienen als vor vielleicht 20 Jahren, ist diese digitale Welt, ist diese Welt halt komplizierter geworden. Ich muss auch, wenn ich in ein Auto einsteige, in aller Regel zumindest diese technischen Geschichten ein bisschen besser kennen, sonst kriege ich ja nicht mal den, sondern nicht mal den, den Tankdeckel auf. Ich muss also verstehen, dass die Dinge, auch wenn ich sie gerne einfach hätte, und wenn mir einer vielleicht sogar irgendwas sagt und es erklärt sich, in Amerika gibt es jetzt gerade diese Deep State. Das heißt also, da gibt es viele Leute, die glauben, da gibt es den Staat im Staate. Da gibt es Leute, die alles bestimmen, meinen viele. Und es ist so einfach, das glaube ich dann einfach. Und wenn etwas einfach klingt und mir ganz einfach verkauft wird, sollte ich erst recht Obacht geben. Das heißt also, diese Phasen, diese Zeiten der Krise sind Hochzeiten natürlich für Verschwörungstheoretiker und für Menschen, die Fake News herausgeben. Und deswegen muss ich erst recht als Nutzer und müssen viele Menschen, die vielleicht ja, das noch nicht so verstehen, sich damit auseinandersetzen, ob sie etwas glauben oder nicht, ob sie etwas weitergeben oder nicht. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist eine Kompetenz, die wird in den nächsten Jahren nicht weniger, sondern mehr. Die müssen unsere Kinder, und das lernen sie auch, wir machen ja auch sehr, sehr viele Projekte in Schule als Landesmedienanstalt, viele Veranstaltungen, viele Lehrerfortbildungen. Wir, also müssen die Kinder in der Schule lernen, das wissen und lernen die Lehrer, das müssen wir Erwachsene können. Und wenn wir das nicht können, dann laufen wir am Ende den Deppen oder den Leuten, die uns irgendwas erzählen wollen, hinterher und sind am Ende die Dummen, die vielleicht Dinge machen, die wir Jahre später extrem bereuen. Darf ich das ergänzen? Genau. Weil das, was Herr Fasko sagt, ist genau richtig, auch in meiner Wahrnehmung. Denn die Glaubwürdigkeit einer Nachricht macht nicht vom Alter halt dessen, der sie liest. Das geht wirklich bei jungen Menschen los, ja, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind, die ein ganz anderes Bewusstsein haben dazu. Die lesen etwas und wissen gar nicht, wie wir, die komplett noch in der Generation aufgewachsen sind, nur mit einer Zeitung und mit einem Fernsehen. Das geht aber bis in eine ältere Generation, wo ich sage, das sind Menschen, die haben wirklich fast alle Facetten schon miterlebt. Die sollten eigentlich auch schon kritisch hinterfragen. Und ich kenne sie grundsätzlich als kritische Personen. Und dann bekomme ich von denen Nachrichten weitergeleitet, wo jetzt im Jahr 2020, mal kurzzeitig, da war ja auch so Anfang März, jetzt kommen die Flüchtlinge wieder rein. Da wurde ein Bild durch die Netzwerke geschoben. Das Bild war dann aus dem Jahr 2015. Und wo ich dann selber überrascht war von einem Menschen, den ich für grundsätzlich eher kritisch halt, dass er das einfach mal weiterleitet, ja nicht nur an mich, sondern dann an größeren Adressatenkreis. Und insofern ist genau das, was Herr Fasko sagt, glaube ich, enorm wichtig, dass wir gerade sowas wie unser Medienbildungszentrum hier bei uns mit in der Stadt haben, damit wir Menschen nüchtern, sachlich, einfach erklären, informiere dich über deine Quellen und mach dir quasi dein eigenes Bild und recherchiere vielleicht lieber noch ein zweites Mal. Kein Beispiel nochmal bringen. Ich bekam das jetzt schon wieder Wochen her, Corona war schon am Laufen, bekam ich plötzlich Videos geschickt von einem Arzt, mittlerweile weiß ich da alles und viel darüber gelesen, der sitzt da, der erzählt mir in YouTube mit großer auch Klickzahl, wie ungefährlich das Ganze ist oder wie relativiert man das Ganze sehen sollte. Und parallel hat die Politik aber das ganz dramatisch gemacht und ich war verunsichert. Ich habe das gesehen, und dachte, das kann doch wohl nicht sein. Habe dann mehrfach sogar diese Dinge zugeschickt bekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe über den Mann recherchiert. Wikipedia-Eintrag, Politiker gewesen, auch Arzt. Das war alles toll. Es gibt auch noch 3, 4 andere Beispiele, die ähnlich sind. Und dann habe ich versucht herauszufinden, sind das Leute, denen ich glauben möchte? Ich habe gerade kürzlich aus der Familie heraus auch ein Video geschickt bekommen aus der Schweiz und habe dann recherchiert, wer ist denn eigentlich dieser Mensch, der dieses Video gemacht hat. Und in der Schweiz gibt es, das kann man ja mal hier so sagen, eine ziemlich starke rechte Bewegung.
die dort sehr stark auch im Medienbereich aktiv ist. Und das kam aus dieser Welt. Und wenn ich das dann ein Gutstück, ich sag mal, einsortieren kann, dann kann ich plötzlich das Ganze lesen. Das ist ja auch eine Kompetenz, die man gerade hier in den Jahren vor der friedlichen Revolution lernen musste, Dinge lesen, zwischen den Zeilen lesen. Und das muss man wieder vielleicht für den einen oder anderen Älteren reaktivieren. Und so gesehen, das geht den Menschen und den Leuten. Wir müssen alle uns hinterfragen, ob wir das, was wir da hören, Entschuldigung, auch von Herrn von Ab vielleicht, aber genauso von jedem anderen, ob wir das glauben wollen und wem man natürlich vertrauen will, wie Ihnen oder einem Menschen, der ihn als Journalist begleitet und vielleicht auch gut kennt, oder ob ich am Schluss sage, na, da denke ich nochmal drüber nach. Aber ist das ja auch eine Überforderung der sozusagen Wohnzimmerjournalisten, die dann zu Hause sitzen und genau diese journalistische Arbeit leisten sollen. Sie haben es gerade selber, Sie haben hinterher recherchiert, Sie haben sich Informationen zusammengeholt, haben die Informationen geprüft, wie gehe ich damit um? Und wir sind aber sozusagen doch eher keine Journalisten, so wie viele Eltern, die jetzt ihre Kinder zu Hause unterrichten sollen, ja auch keine Pädagogen sind, aber diese Aufgabe übernehmen und irgendwie versuchen, in dieser Pandemiezeit auch da das Land mit am Leben zu erhalten. Ich wollte es nur so als Einwurf bringen. Ich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt Mitte 50, das kann doch jeder, der auch 60 ist oder 70 und mittlerweile diese Handys hat und diese Geräte, kann doch Google bedienen. Wenn ich zum Beispiel irgendeine Nachricht bekomme oder wenn ich einen Namen kriege, ich habe letztens was über WhatsApp bekommen, in der Stadt werden an der Schule, war die Nachricht in WhatsApp, werden Drogen verkauft. Bitte informiert alle Eltern. Ich habe diese Nachricht gesehen, dachte dann, habe dann die einfach mal kopiert und in Google gegeben. Und dann kam kurz danach ein Kettenbrief, dass das nicht weiß, wo das, niemand weiß, wo es herkommt. Mich wunderte nämlich schon, dass keine Schule benannt war. Und das ist, da machen Menschen, das muss man sich auch klar machen, und das wissen wir alle, Menschen wollen, und nicht wenige aus bestimmten Gründen, das ist ja logisch und nachvollziehbar, Menschen wollen auch andere Menschen verunsichern. Und ich habe dann der Absenderin, habe ich zurückgeschrieben, denk bitte, ist eine Freundin von uns, denk doch bitte ein bisschen nach, bevor du das, ich habe es etwas höflicher formuliert, bevor du das weiterschickst. Und natürlich kann die genauso in Google suchen oder kann woanders suchen oder andere Suchmaschinen. Ich möchte deutlich machen, also natürlich gibt es Menschen, ältere Menschen, die nicht doch diese Geräte nicht oder noch nicht haben. Wobei ich glaube persönlich, dass da die Pandemie und die ganzen Veränderungen auch dazu führen, dass man das stärker nutzt. Das machen wir auch in vielen Dingen, und Smart City wird vielleicht auch eine Möglichkeit sein, das zu verstärken. Und bei allem Respekt, 4, 5 Regeln, versuche herauszufinden, wer das Impressum ist. Ist da dir irgendwas unklar? Werden Dinge gesagt, die ganz einfach klingen? Also kann man im Prinzip auf ganz vielen Seiten, auch bei der TLM, finden. Diese kann man sich merken. Und wenn ich in eine Stadt fahre, die ich nicht kenne, wenn ich in ein Auto mich reinsetze, das ich noch nie gefahren bin, muss ich vielleicht sogar mehr können, als mal ein bisschen zu recherchieren. Ein wichtiger Hinweis, deswegen frage ich ja nochmal nach. Gibt es ähnliche Erfahrungen, dass Sie auch als Stadt gegen so viel Falschinformation richtig kämpfen müssen, weil Sie sagen, ich muss ständig hier richtig stellen, weil hier schwirrt schon wieder was durch die Stadt, was nur einen halben Wahrheitsgehalt hat oder was vielleicht einfach eine Behauptung ist. Sie haben es vorhin mit einer politischen Partei angesprochen. Das passiert ja ständig. Und es gibt ja auch über die klassischen Medien in Gera doch immer mal bestimmte Informationen aus bestimmten Richtungen, wo wir eigentlich sagen müssen, das kann man so nicht stehen lassen. Da möchte ich jetzt mal ein hartes Jein formulieren. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn ich wirklich alles auf alles antworten würde, sowohl jetzt über soziale Netzwerke als auch über Pressemitteilungen, die in der Zeitung stehen, dann glaube ich, wäre unser Tag zu kurz, wirklich alles klar und richtig stellen zu können. Es ist ja immer wieder die Frage, Herr Fasko hat es gesagt, was ist der Antrieb eines Einzelnen oder einer Gruppierung, egal woher, was ist der Antrieb, eine Nachricht in die Welt zu setzen, Verunsicherung zu schaffen, für sich zu nutzen, ideologisch. Die Frage, wie stark ist die jeweilige Stimme? Und manchmal sind es wirklich kleine, schwache
relativ kleine, schwache Stimmen, die auch nicht mal Recht haben müssen, die für sich proklamieren, sie sprechen für eine Mehrheit, was sie auch nicht tun. Wenn ich dann sowohl als Person, aber auch als Stadt immer darauf antworten würde, würde das ja wiederum bei einem Dritten den Eindruck erwecken, da muss ja was dran sein, wenn die Stadt darauf reagiert. Und deswegen, ganz ehrlich, das eine oder andere, das auch wenn es schwer fällt, muss man dann auch mal aushalten, weil dann ist das Thema auch für sich erledigt. Und es gibt ja eine Entwicklung, und Herr Fusco, Sie haben es kurz angesprochen, die vielleicht durch die Krise sich potenzieren wird und die hoffentlich nicht abbricht, nämlich die Digitalisierung in den Privathaushalten. Mhm. Es gibt viele Menschen, die sich jetzt digitale Endgeräte kaufen, um nicht nur ausgefallene Gottesdienste dann im Netz anzuschauen oder andere Dinge, die eben an Veranstaltungen jetzt im Netz stattfinden und nicht mehr in körperlicher Verfasstheit zu genießen sind. Es gibt Schulen, die plötzlich auf Digitalisierung setzen müssen, also auch Strukturen ändern sich. Von ab, die Stadt Gera hat aber ja mit Blick sozusagen auf diese Entwicklungen eine ganze Menge bürgernachbarschaftliche Hilfe organisiert auch. Das wäre auch schon mal wichtig zu gucken, wie ist das so angekommen? Nehmen die Leute das an oder mussten sie da auch, Sie haben vorhin die Fälle da noch mal kurz erwähnt, wo sie dann noch mal nachdrücken mussten und plötzlich waren es 400. Ist das sozusagen auf dieser positiven Seite, wo Leute sich übers Netz melden, bei der Ehrenamtszentrale oder wo auch immer, wo sich Netzwerke plötzlich über das Netz, die evangelische Kirche ist ja recht aktiv und versucht, Menschen zusammenzubringen. Man kauft ein für den, der jetzt nicht mehr sich traut, rauszugehen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also die Bereitschaft, Technik, Digitales zu nutzen, die hat stark zugenommen. Auch insbesondere, und das freut mich wirklich, bei einer älteren Generation, der man es gefühlt gar nicht zuschreibt, dass sie sagt, sie tut's nicht. Doch, sie tun es sehr viele, weil ich glaube, so ein Smartphone, egal jetzt in welcher Ausprägung, hat fast jeder, weil man bekommt ja kein anderes auch mehr zu kaufen, sodass mit einem Minimum an Funktionen viele jetzt auch schon damit umgehen können, bis hin zu kleinen Tablets, wo heute geskypt wird oder wo gerade jetzt auch mit den Reisebeschränkungen, wo Großeltern mit Kindern, Enkelkindern auf dem Weg kommunizieren. Und insofern glaube ich schon, dass das Digitale insofern etwas Gutes hat, weil man kann es ein bisschen besser bündeln. Es gab auch schon, also es gab schon immer gute Initiativen. Es gab schon immer Ehrenamtliche, die sich engagiert hatten, die aber im Zweifelsfall gar nicht wussten, dass in so einer großen Stadt wie bei uns mit knapp 100.000 Menschen vielleicht nur im Nachbarstadtteil was Ähnliches passiert und nie kam man zusammen. Und ich glaube, das schafft eine gewisse Transparenz, wo man dann im Zweifel auch noch ein bisschen mehr Stärke zusammenbringt. Und dann, so wie jetzt im aktuellen Fall, wir über unsere Ehrenamtszentrale viele haben, die dann auch gesagt haben, über so einen Weg traue ich mich auch zu melden im Sinne von, ich habe einen Bedarf der Unterstützung. Und natürlich die, die sich man nennt das ja dann immer niederschwellig auch herangezogen gefühlt haben, um zu sagen, ich will auch Unterstützung geben. Ich habe nicht umsonst so die Gottesdienste jetzt mit lockern, aber wir haben ja auch die tragischen Fälle von Beisetzungen, wo eine sehr reduzierte Anzahl von Angehörigen nur teilnehmen durften, wo ich auch schon von Fällen, die ich oft mitverfolgt habe, die dann im Netz irgendwie eine Form versucht haben, die anderen Angehörigen, die eben nicht dabei sein durften, irgendwie mitzunehmen. Ist das so eine Zukunft, Herr Fusco, die Sie so mit Sorge sehen, wenn alles ins Netz, in die sozialen Netzwerke abwandert? Wenn Das wäre gruselig. Ich glaube auch wirklich nicht, dass das kommen wird. Wir haben, also erstmal, wir haben eine bestimmte Krisenzeit, die auch irgendwann mal wieder abklingen wird. Und ich bin relativ sicher, dass wir in einigen Sachen uns dann verändert haben werden, vielleicht sogar entschleunigt bei dem einen oder anderen. Und nicht bloß im Klima tut es gut, vielleicht auch andere Dinge, wenn man nicht mehr so viel Dienstreisen macht und dann plötzlich einfach mit einer Videokonferenz sich treffen kann. Und das ist eine gute Geschichte und man hat Auto, Zugkosten und anderes Mögliche dann auch ein gutes Stück vielleicht gespart. Aber Treffen von Menschen, vielleicht sogar schlimmstenfalls eine Beerdigung, digital wäre, das wäre die Ausnahme und hoffentlich wird es die bleiben, außer dass jemand vielleicht gerne dabei sein möchte und nicht kommen kann. Aber Sie müssen schon sehen, und das ist, finde ich, ganz wichtig,
dass wir ganz viele ältere Menschen haben. Wir leben gerade in Ostthüringen auch demografisch in einer Phase, in einer Welt, wo Jüngere sind ein gut Stück zumindest weggegangen, wo wir zumindest immer mehr überaltern. Generell auch die Gesellschaft generell. Und wir haben Menschen, die, und viele, muss man wirklich sagen, mit großem Respekt vor ihrer Lebensleistung, viele haben keine Lust mehr gehabt, sich mit diesen Geräten zu beschäftigen. Und haben dann den Enkel oder wie auch immer, oder die Enkelin gefragt, aber bestenfalls mal so für kleine Sachen. Und merken jetzt aber, man muss es, wenn man das nicht am Schluss irgendwo sein will und allein sein will, man muss es lernen. Und wir haben zum Beispiel hier bei Landesmedienanstalt, beim Thüringer Medienbildungszentrum, sind wir ja Kompass ausgezeichnet, eine bundesweite Initiative, die uns die Möglichkeit gibt, ganz viel, gerade ältere Menschen, hier zum Beispiel im TMBZ, im GERA oder auch natürlich jetzt digital, zusammenzuholen und Themen, Probleme, Fragestellungen zu beantworten. Und das kann man natürlich noch größer und werden wir auch machen, weitermachen, sobald man sich entweder, das wäre das Schönere, trifft oder dann zumindest begegnet im Netz. Ich glaube, am Ende werden wir, und da ist der eine oder andere, das ist bestimmt nicht davon ab, aber Verwaltungsmensch ins kalte Wasser gestoßen durch Pandemie, sich mehr über digitale Verwaltungsabläufe im Kopf machen müssen. Genauso wie Schule. Ich glaube, dass Herr Minister Holter und manch, der ist ja Informatiker und ist da sehr aktiv, aber der wird manchen Schulleiter haben, den man jetzt ein bisschen mehr drücken muss. Und ich bin froh, dass das bei dem Schlimmen, das wir gerade erleben, dass das hier einen Push gibt. Und dass wir von dem, ich sag mal, älteren Menschen vielleicht über den Mittelalterlichen, wie mich vielleicht, der unvergleichbar sich plötzlich mit Dingen auseinandersetzt, dem glaube ich noch, bis hin zu den Jüngsten, die meistens virtuos sind, aber noch viel lernen müssen in Bezug auf Datenschutz. Was ist mit meinen Daten? Was ist mit meinem auch Auftreten, dass ich vielleicht auch mal in 70 Jahren finden werde im Netz, der Fall. Also Sie merken, wir haben Herausforderungen, Chancen, auch Risiken, aber ich denke, da sollte man nicht negativ, sondern eher positiv in die Zukunft gehen. Ich denke gerade, was jetzt diese Veränderung verursacht, ist, egal ob ich jetzt auf meine Stadtverwaltung schaue, auf eine Stadt insgesamt, auf eine Gesellschaft oder Organisationsform, für mich gibt es zwei Quellen der Veränderung. Entweder ich habe in mir eine gewisse Innovationskraft, dass ich immer wieder mich selber antreibe. Das ist eine Quelle der Veränderung, dass ich sage, ich bin auch mal mutig, ich gehe andere Wege. Und der andere Weg, um zu Veränderung zu kommen, ist Leidensdruck. Das heißt, wenn eine Situation entsteht, die so krass ist, so einschneidend ist, vielleicht auch mit finanziellen Hemmnissen so versehen ist oder eine Gesetzgebung sich ändert, man darf sich nicht mehr mit mehr als x Menschen zu einer Versammlung treffen oder zu einer Ratssitzung, dann muss ich handeln. Also wenn der Leidensdruck so hoch ist und wir sind, und das ist, ich denke, das, was die Gesellschaft insgesamt lernen wird aus dieser Pandemiesituation ist, wir konnten plötzlich Veränderungen initiieren, die ansonsten einen Prozess von Jahren gebraucht hätte. Ich mache ein ganz kleines, feines Beispiel aus einer Verwaltung, aus meiner Stadtverwaltung. Wir haben jetzt innerhalb von sensationellen 2,5, 3 Wochen gemeinsam mit dem Personalrat eine Vereinbarung, eine Betriebsvereinbarung würde man das klassisch nennen, treffen können für Homeoffice. Das Thema lag seit Jahren immer, egal in welcher, ich mache jetzt nicht im Sinne einer Zuweisung, bei dem war es oder bei dem, überall dümpelte das vor sich hin, mal kümmern wir uns drum, wenn wir mal Zeit dafür haben. Jetzt haben wir plötzlich gemerkt, wir mussten handeln, haben uns schnell an den Tisch gesetzt, haben, die Lösung wird nicht für die nächsten 20 Jahre gelten, aber mal für die nächsten Monate, um uns daran ranzuprobieren, und haben gemeinsam mit dem Personalrat, der genauso mutig dann war wie die Verwaltung, zu sagen, lass es uns jetzt angehen, ausprobieren in kürzester Zeit, wo sie sonst an einer Verwaltung Monate brauchen. Ich kann auch noch ein Beispiel bringen. Ich finde das richtig und gut. Und natürlich muss man auch am Schluss Rechte und Pflichten genau so auch mal dokumentieren und geklärt und diskutiert haben. Ich kann übrigens bei uns in der Medienanstalt haben wir das genauso gemacht. Jeder, der möchte, kann von zu Hause arbeiten. Wir haben die Technik hingestellt und haben auch zum Glück die Möglichkeiten gehabt, das auch dann relativ sicher und ich finde es stabil auch zu ermöglichen. Aber das Beispiel, das ich meine, ist, wir haben jetzt plötzlich zum Beispiel, gerade wurde es ja gesagt, Kirchen, die, und ich sage jetzt mal ganz offen, die Kirchen sind jetzt nicht berühmt dafür, dass sie sehr digital und modern werden, möge mir das widerlegen. Sie waren es zumindest von ihrem Ruf her. Und jetzt sind sie plötzlich im Netz zu finden. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, dass man selbst in kleinen Gemeinden Gottesdienste, und das ist ja in diesen Zeiten für Menschen, die gläubig sind, eine wichtige Sache, eine Erbauung, dass wir plötzlich im lokalen Fernsehen oder im Internet da mitverfolgen können. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wie plötzlich Einrichtungen, die vorher so ein bisschen
stabiler waren oder fester, sagen wir mal, die plötzlich sich bewegen und flexibler werden. Und ich denke, das muss man auch sehen. Da werden Dinge sich auch nicht so schnell wieder und hoffentlich nicht zurückdrehen lassen. Sondern wir werden vielleicht in einigen Jahren sagen, zum Glück gab es diese, bei allem Schlimmen, was passiert ist, diese Entwicklung, weil das, das und das hätte sonst wahrscheinlich noch Jahre gedauert. Die Zeit läuft uns weg und ich muss zur Abschlussfrage kommen. Und die hat etwas mit den Medien zu tun und mit den sozialen Netzwerken. Die zielt aber genau auf das andere. Sie sind beide als Experten sozusagen mit den Medien und sozialen Netzwerken verbunden. Meine persönliche Frage jetzt an Sie beide: Wann ist Ihre medienfreie Zeit am Tag oder gibt es die nicht? Wer muss zuerst antworten? Herr Faskul. Dann würde ich Sie. Ich sage ganz ehrlich, das ist auch wirklich momentan auch ein Gefühl, es ist sehr, sehr viel, was einen erreicht an Informationen. Und nicht selten lege ich einfach das Handy weg. Ich habe natürlich dadurch, dass ich eine Uhr habe, die mir dann auch wieder zeigt, da ist eine Mail angekommen, eine gewisse Unruhe. Aber das kann ich auch abschalten. Aber was ich in allermeisten Fällen mache, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad rausfahre, jetzt wird es ja auch wieder Wetter, vom Wetter her schöner, dann lasse ich die Sachen zurück. Sogar die Möglichkeit, da irgendwie einen Podcast zu hören oder Musik zu hören und genieße die Natur. Also bei diesen Geschichten Sport oder natürlich in Familie zusammen sein. Bei mir ist es mal in den knappen Abendstunden, einfach wenn dann, ich sage jetzt mal klassisch, ich die Chance habe, bei der Tagesschau schon vorm Fernseher sitzen zu können, 20 Uhr, dann das Handy nicht bei mir liegen zu haben, sondern ich lege es bewusst weit weg, der Ton ist aus und dann ist mal für eine Stunde, anderthalb tatsächlich bin ich dann offline oder an den Wochenenden, wenn die Familie mit dabei ist, einfach mal wirklich zur Seite legen. Weil ansonsten, wenn man es in der Nähe hat, es ist schon schwierig. Man muss hinfassen, ne? Man kommt nicht davon los. Insofern danke, dass Sie hier waren zu unserer neuen Gesprächsreihe Experten im Gespräch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, soziale Medien, haben wir gerade gehört, können etwas sehr Wunderbares sein. Menschen pflegen über das Internet Kontakte, tauschen Neuigkeiten, tauschen Meinungen aus. Ja, in sozialen Medien bildet sich im Prinzip die gesamte Menschheit ab, sagt der Medienpsychologe Dean Lien. Die unumstößliche oder universelle Wahrheit wird es allerdings auch in den sozialen Medien nicht geben. Fake News sind nicht zu vermeiden, allein schon deshalb, weil ja, sie ja nicht auf Wahrheit, sondern auf Aufmerksamkeit ausgerichtet sind. Aber der Kommunikationswissenschaftler Thomas Hanitsch von der Ludwig-Maximilians-Universität München sagt, wir brauchen neben den sozialen Medien gleichzeitig unabhängigen Journalismus. Wir brauchen die kritische Kontrolle, die es ermöglicht, sich als Korrektiv der Politik zu verstehen. Und wir brauchen Journalisten, die widerstreitende Stimmen aufzeigen und gegenläufige Argumente transparenter machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen zu Hause, dass Sie ein Stück weit journalistisch tätig sind. Bedanke mich nochmal herzlich bei Ihnen. Auf Wiedersehen.